Aloha, liebe Waage, ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den September. Und wenn du die Waage in deinem Sonnen-, Mond-, Venus oder eben auch Aszendent hast, bist du hier vollkommen richtig und dann lade ich dich ein, jetzt einfach dran zu bleiben. Bis gleich. Yes, hello, liebe Waage. Schön, dass du dran geblieben bist. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den September. Und wie du siehst, habe ich hier auch schon die vier Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die genaue Beschreibung der Karten als auch die Verlinkung zu den Verlegen findest du wie immer in der Infobox, so auch weitere Informationen über meinen Kanal. Ich werde jetzt mit dir zusammen dann hier aus diesen Kipperkarten noch eine Karte springen lassen und auch aus diesen Unicorn-Orakelkarten und werde aber jetzt erstmal nach meiner Karo-Art hier das große Blatt ausbreiten, um einmal für dich in den September hineinzuschauen. Was zeigt sich denn hier für dich, liebe Waage? Und wenn es dich interessiert, dann einen Moment Geduld noch. Hex, Hex. Ja, liebe Waage, willkommen zurück hier zu deinem großen Blatt. Wie du siehst, habe ich dieses nun ausgebreitet und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen noch eine Kieferkarte springen lassen. Was zeigt sich hier für die Waage im September 2024? Welche Energie will hier raus? Was zeigt sich hier für die Waage? Bis jetzt hast du im Übrigen ein sehr, sehr interessantes und sehr spannendes Blatt und wir haben hier den angenehmen Brief. Vielleicht ist die Zahl 7 für dich auch noch wichtig. Und eine Karte bitte noch aus den Unicorn-Orakelkarten. Was zeigt sich hier für die Waage? Eine Karte bitte noch für die Waage im September. Okay. Nein, jetzt sind es zwei Karten geworden. Okay, ich nehme sie jetzt aber. Nein, es sind drei. Nee, das ist zu viel, Leute. Das geht nicht. Also muss ich leider nochmal mischen. Sorry, das ist auch der Grund, warum ich immer stoppe, wenn ich das große Blatt auslege, weil es einfach ewig dauern würde. Und wir haben hier noch not a wave, sondern Intensität. Also keine Welle, sondern es geht hier darum, Momente intensiv zu erfahren, intensiv zu durchleben. Und hier spielen auch unbedingt noch deine Gefühle eine sehr, sehr große Rolle, die hier im September für dich ganz schön hohe Wellen schlagen werden. Und ich nehme hier auch wahr, dass es hier auch um eine sehr positive Botschaft für dich geht, auch vielleicht gerade auch in Sachen Liebe. Und du wirst hier wie auf einer Welle reiten, wie als würdest du in den Flow kommen, in den Flow des Lebens, der jetzt hier für dich einsetzt. Und Achtung, du hast so ein tolles Outcome, das ist echt der Wahnsinn. Du hast hier die zwei der Stäbe und du hast hier das Herz. Und hier geht es ganz klar darum, für dich, liebe Waage, im September hier dein Herz sprechen zu lassen. Es geht darum, dass du auf deinen weiteren Weg schaust. Mit neuen Erkenntnissen, mit einem Perspektivwechsel, der sich hier auch ganz klar bei dir anzeigt. Also du wirst sozusagen eine neue Perspektive auf das Leben bekommen, vielleicht auch genau auf den Bereich Liebe für dich. Und ich sehe, dass du hier deinem Herzensweg folgst, ja, weil der Flow jetzt hier sozusagen für dich einsetzt. Das kann hier eben ausgelöst werden durch eine Botschaft im Außen, also durch eine Nachricht, einen Anruf oder eben auch einfach nur irgendetwas Positives, was dir hier näher gebracht wird oder aber auch, was du dir selbst sozusagen gönnen wirst, ja. Also auch das ist hier durchaus möglich. Ansonsten, liebe Waage, hier in deinem mittleren Bereich sehe ich auf jeden Fall dich selbst und ich sehe hier auch ein Gegenüber. Das gilt auch für dich, wenn du jetzt hier als Single zusiehst und es überhaupt gar keinen Herzensmensch in deinem Leben gibt. Dann ist es aber so, dass wir hier einen Mensch sehr, sehr nah an dir dran liegen haben. Und es könnte natürlich auch jemand aus deinem Freundes- oder Familienkreis sein. Aber ich sag mal so, es wird für die meisten vage Menschen tatsächlich hier auch um die Liebe gehen. Dein Gegenüber ist in der Energie des Ritter der Münzen. Und
Hier kommt jemand sehr langsam zwar auf dich zu oder läuft dir vielleicht auch schon eine längere Zeit hinterher. Auch das kann hier tatsächlich gut der Fall sein. Und hier hat man aber jetzt seine Gefühle für dich sozusagen gefestigt. Hier hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie die Verbindung zu dir ist und wie man eben auch zu dir steht. Also das könnte vielleicht auch ein Bruder sein oder dein bester Freund oder vielleicht wirklich ein neuer Mensch in deinem Leben, den du gedatet hast vor kurzem. Und hier wird auf jeden Fall eine Botschaft in deine Richtung gesendet werden, dass man hier intensive Gefühle für dich empfindet, ja. Und dass man hier auch wirklich davon ausgeht, dass du als Waage hier wirklich ein Jackpot bist, in dem Sinne, dass man hier nicht nur jemanden gefunden hat, mit dem man Spaß haben kann und wo eben auch die Gefühlsebene stimmt, sondern auch jemand, der einem das Gefühl von Geborgenheit geben kann und eben auch so eine Sicherheit vermittelt. Ja, und das ist ja den meisten Menschen tatsächlich sehr wichtig, weil es die meisten Menschen sich nicht selbst generieren können, diese Sicherheit. Ich sehe mit der ersten Karte, mit dem Schlüssel und auch mit den Liebenden, dass es hier sehr stark auch um die Themen Verbindungen in deinem Leben im September gehen wird. Liebe Waage, wisse, dass der September ein sehr schicksalshafter Monat ist, in dem sich Sachen entwickeln, ohne dass du etwas dazu beitragen musst. Es ist auch so, dass du überhaupt gar keine Möglichkeit hast, hier Dinge wirklich wesentlich für dich zu steuern. Das ist ein besonderer Monat in dem Fall. Das kann auch positiv, kann sich natürlich aber auch negativ in deinem Leben so zeigen. Und wichtig ist aber, dass du dich einfach auf diese Energien einlässt, dass du diese Welle hier sozusagen reitest, also dass du sie nimmst, wie es kommt. Also so wie man ja auch sagt, man sollte die Feste feiern, wie sie fallen, ja. Und genauso ist hier auch diese Energie bei dir wahrzunehmen. Dann sehe ich noch, liebe Waage, dass sich hier schicksalshaft etwas für dich im September auch verändern wird. Auch gerade wenn du jetzt hier als Single zusiehst und einer deiner größten Wünsche hier war, dass du endlich einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben ziehst, dann nehme ich hier wahr, dass dir dieser Wunsch jetzt im September hier sozusagen sich für dich erfüllen wird und dass du diesem Wunsch auch schon näher kommst, hier auch mit einer guten Botschaft und dass hier auch wirklich jemand ein Interesse an dir hat, was auch mit aufrichtigen Gefühlen zu tun hat. Und es ist interessant, dass du diesem Mensch hier noch den Rücken zudrehst. Insofern kann es gut sein, dass du ihn noch gar nicht wirklich kennst oder dass es hier eben zu Komplikationen oder Zeitverzögerungen noch im September kommt. Aber ihr werdet euch auf jeden Fall begegnen und dann wirst du auch deinen Blick diesem Menschen auch zuwenden. Aber ich sehe, dass du, liebe Waage, im September eigentlich mit ganz anderen Themen dich gerne beschäftigen würdest. Und diese Themen haben sehr viel mit deiner Arbeit zu tun und eben aber auch mit alten Verletzungen, die du hier gerade dabei bist, sozusagen zu heilen, indem du entweder darüber sprichst, vielleicht wirst du eine Therapie beginnen oder du hast für dich entschlossen, ein Tagebuch zu führen, wo du eben deine Gefühle, deine Erfahrungen niederschreibst, damit du es dir sozusagen von der Seele schreibst, ja. Ich sehe nämlich, dass du hier schon auch in inneren Konflikten mit dir bist, weil hier eine Sache. Und das tut sie auch noch bis in die ersten 2 Septemberwochen hier sehr stark an dir nagen wird. Also falls du Zahnschmerzen hast in der ersten Septemberwoche oder Probleme mit deinem Muskel-Skelettsystem, dann solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen, damit diese Sache hier nicht noch sich noch mehr verschlimmert, ja. Und für einige Fälle kann es sein, dass es hier auch notwendig ist, sich noch eine Zweitmeinung einzuholen. Was jetzt aber natürlich, weil es eine Kollektivlegung ist, nicht heißen muss, dass du diese Beschwerden haben wirst, ja. Es kann auch etwas ganz anderes an dir nagen. Und das ist zum Beispiel eben das, dass du eine sehr lange Zeit Single bist oder dass du hier dich fragst, ob deine Wünsche, die du eigentlich an das Universum so abgibst, überhaupt irgendwann mal irgendwann ankommen. Und ich sehe aber hier mit dem doppelten Stern, dass das jetzt auf jeden Fall der Fall für dich sein wird. Und du auch mit dem Ass der Kelche hier ein Angebot gereicht bekommst über einen Mensch, der hier, wie gesagt,
ja, mit einer gefühlvollen Energie auf dich zukommen wird. Und wenn du, liebe Waage, jetzt hier dieses Video siehst und diese Verbindungen für dich eher Verträge sind, weil es hier eben auch sehr stark um deine Arbeit geht im September, dann sehe ich, dass es hier auch ein Angebot sein kann, was auch mit Finanzen zu tun hat. Also, dass du hier eine neue Stelle beginnen wirst, wo du mehr Geld verdienst oder eben hier zumindest mal ein Angebot auf den Tisch kommen wird, was hier aber auf jeden Fall dich sehr stark erfreuen wird und wo du eben auch für dich siehst, dass da dein Glück in der nächsten Zukunft zumindest liegt, ja. Und hier ist von dir auch ein bisschen Spontanität gefragt. Und die meisten vage Menschen, die ich kenne, sind jetzt nicht mal so sehr spontan. Und das ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, was du sonst noch so in deiner Chart hast. Aber, liebe Waage, du solltest dir hier dieses Angebot nicht entgehen lassen und hier definitiv mal etwas genauer hinsehen, ob es hier nicht wirklich etwas ganz Besonderes für dich ist, was auch mit einer Wunscherfüllung zu tun hat, die du schon vor längerer Zeit eben dir erhofft hattest, die aber niemals so in dein Leben getreten ist bis dato, ja. Weil ich sehe schon, dass es hier immer wieder starke Zeitverzögerungen bei dir gab, dass du innere Konflikte mit dir hattest, die dein Außen in einer Art und Weise negativ beeinflusst haben, dass eben Dinge erstmal nicht so schnell für dich in die positive Richtung geschehen sind, wie du es gerne gehabt hättest. Und auch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist der September ein Monat, wo es eben auch nicht so schnell vorangeht, wie wir es gerne möchten. Und vor allem auch ein Monat, in dem wir zwar Entscheidungen treffen können, aber diese sozusagen einfach schicksalshaft vorbestimmt sind. Aber dennoch ist es hier wichtig, dass du irgendwie spontan spätestens in der dritten, vierten Septemberwoche für dich agierst, ja? Also schau da mal bitte, was das ist. Das kann auch etwas mit einem Weg zu tun haben. Ich kriege hier auch gerade so eine Wegabkürzung rein. Und wenn du den Impuls hast, zum Beispiel, um pünktlich irgendwo hinzukommen, hier eine Abkürzung nehmen zu wollen, dann tu das unbedingt, ja. Und versuch auch möglichst positiv deine Gedanken auszurichten, ist natürlich immer wichtig, aber gerade für dich ja auch Mitte September wichtig, damit du diese spontane Welle, die jetzt dann hier in dein Leben tritt, dass du dir auch wirklich mitgehen kannst. Weil wenn wir nicht gut drauf sind oder eine negative Grundeinstellung haben, dann sind wir meistens noch weniger flexibel, als wir es sowieso schon sind, ja. Okay. Wenn du in einer Partnerschaft bist, liebe Waage, oder in einer Ehe, dann sehe ich hier, dass es in dieser Verbindung hier an Stabilität gewinnen wird, nach einer Phase, die wirklich ganz schön hart für euch beide war. Ich sehe, dass ihr da beide ordentlich dran zu nagen hattet, was da los war. Vielleicht hattet ihr immer wieder starke oder auch weniger starke Konflikte. Das kann auch gut sein, dass hier auch die Schwiegermutter eine Rolle spielt oder auch noch spielen wird. Und es aber hier im Grunde darum geht, dass ihr euch beide einig werdet, dass ihr euch doch dafür entschieden habt, diese Verbindung auch einzugehen. Und es im Wesentlichen natürlich auch nur um euch beide geht. Und natürlich jeder so seinen Senf mal dazu geben kann. Aber wichtig ist halt, dass du mit deiner Einstellung hier bei dir bleibst und hier nicht irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche Denkmuster von anderen Menschen übernimmst. Denn du bist hier die Schöpferin und Schöpfer deines Lebens. Und was andere hier für dich für richtig oder nicht richtig halten, das hat hier überhaupt gar keine Relevanz, ja. Und das solltest du dir hier auch unbedingt wieder bewusst machen. Gut. Du hast ähnlich wie Zwillinge hier 10 der Münzen und die 10 der Kelche liegen. Und bei dir ist diese Konstellation hier wirklich sehr, sehr harmonisch. Und ich sehe auch hier, dass für dich im September ein schicksalshafter Circle sich beenden wird und hier etwas ganz Neues, Leichtes,
viel Harmonischeres für dich beginnen wird. Also etwas, womit du dich als Waage viel besser identifizieren kannst als mit allem, was du zuvor erlebt hast. Also du wirst jetzt in deinem privaten Umfeld dir Harmonie generieren durch eine Entscheidung, die du schon vor längerer Zeit getroffen hast oder jetzt eben in Sachen Gefühlen oder auch in Sachen Finanzen, was mit deiner Arbeit zu tun hast, hier treffen wirst, ja. Und hier eben auch durch neue Arbeitsgebiete zum Beispiel auch eine Perspektivverschiebung hier bekommst, die dir auf jeden Fall zuträglich sein wird, weil es hier dein Horizont erweitern wird, ja. Und das ist eine sehr, sehr zuträgliche Energie hier für dich ist. Ich sehe auch noch in der zweiten Septemberwoche, dass du dich hier auch etwas zurückziehen wirst. Das machst du, um eben diese neuen Eindrücke, die du hier im September gewinnen wirst, für dich auch mal zu ordnen, dass du das für dich einfach gedanklich auch durchlaufen kannst und auch emotional sehe ich auch hier. Und genau, nimm dir einfach diese Rückzugsphase, gönn dir diese Zeit, um eben das zu klären, was hier an dir genagt hat oder eben auch immer noch an dir nagen wird im September, damit du diese Situation für dich auch veränderst, ja. Und für all diejenigen, die hier eine kleinere OP oder einen kleineren Eingriff vor sich haben, sehe ich hier, dass es ein bisschen in der Heilung hier ein bisschen zu Zeitverzögerungen kommen kann. Und deswegen solltest du dir unbedingt auch ausreichend Ruhezeiten gönnen. Also mach hier nichts Übereiltes oder fang nicht zu schnell wieder mit Sport oder mit Training an, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, irgendwas hast gemacht bekommen, weil es hier echt gut sein kann, dass sonst eben der Heilungsverlauf hier etwas gestört sein wird, ja. Okay. Dann sehe ich noch hier, liebe Waage, wird noch eine Freundin von dir eine Rolle spielen, ganz egal, ob du jetzt als Frau oder als Mann zusiehst. Und hier ist es so, dass du schon seit längerem das Gefühl hast, dass dich hier irgendjemand belügt oder dass du hier eine komische Energie bei irgendeiner weiblichen Person wahrnimmst. Und hier wäre es mal angezeigt, mit diesem Mensch hier zu reden, offen zu kommunizieren, auch darüber zu kommunizieren, dass dir diese Freundschaft eigentlich wichtig ist, aber du hier eben ungute Gefühle in irgendeine Richtung hast. Vielleicht hattet ihr auch schon Konflikte und diese kommen jetzt eben nochmal hoch bis Mitte September. Und wenn dir aber diese Freundin hier wichtig ist oder deine Schwester, deine Mutter, kann das hier genauso sein, dann rede hier bitte ganz offen und teile mit, was du vorhast, wie du darüber fühlst, wie du darüber denkst. Denn es ist hier wichtig für diesen Mensch zu erfahren, weil hier jemand in deine Richtung genau in der gleichen Energie unterwegs ist. Also offene Kommunikation wäre hier auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja, liebe Waage, dann bin ich am Ende dieser wunderschönen, positiven Legung für dich. Nimm den Flow also mit, sei spontan und flexibel im September. Wisse, dass sich Dinge nicht in der Schnelligkeit entwickeln werden, wie du es gerne hättest. Auch dieses Gefühl von Harmonie und Frieden sich erstmal nicht so schnell für dich einstellen wird. Aber du wirst da reinkommen. Wichtig ist, dass du da in die Annahme gehst und was deine Liebesverbindung und Verträge angeht, wie gesagt, ist hier eine Wunscherfüllung für dich liegend, die dir eben schicksalshaft die Sicherheit und das Fundament bieten wird, was dir so wichtig ist, ja, woran es eben vielleicht auch in den letzten Monaten tatsächlich auch gemangelt hat, ja. Okay, liebe Waage, wenn ich dir mit dieser Legung weiterhelfen konnte, freue ich mich, wenn du mir einfach einen Daumen nach oben da lässt, dieses Video teilst und dir auf jeden Fall noch deinen Mond, Venus und Aszendent auf meinem Kanal ansiehst. Ich empfehle auch gerade persönlich dir, liebe Waage, dir noch deine Jahreslegung für das Jahr 2024 anzusehen. Die werde ich jetzt am Ende dieses Videos verlinken. Alles, alles Liebe, Namaste.